Sie kommen aus Kleinasien, vom Schwarzen Meer, aus Nordafrika, von Zypern und Großgriechenland auf den Peloponnes. 40.000 Sportbegeisterte wollen Glanzleistungen sehen und ihren Göttern huldigen. Die Hitze flirrt über der Arena, ein Zuschauer ist verdurstet, ein Bestechungsskandal bekannt geworden, ein Politiker lässt sich feiern. So könnte sich die Chronik ganz gewöhnlicher Olympischer Spiele lesen, wie sie seit 776 vor Christus in Olympia stattgefunden haben. Pausanias ist unser Gewährsmann. Er hielt fest, was an architektonischer Pracht noch zu sehen und von Göttern und Helden zu erzählen war. Ein antiker Reiseführer. 200 nach Christus. Da waren die Spiele schon fast ein Jahrtausend alt und die Katastrophen nah. Erst bebte die Erde. Dann erhoben sich die vielbesungenen Flüsse Alpheios und Kladeios. Ihre Schlammmassen deckten zu, was nach dem Donnergrollen übrig blieb. 4 Meter unter der Erde schlummerten heilige Hallen, Siegerstatuen, Trainingslager, Schatzhäuser, eine Nobelherberge und große Ideale. Bis zur Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert. 100 Jahre später begannen deutsche Archäologen mit systematischen Grabungen. Mit ihnen kamen die weitschweifigen Beschreibungen des Pausanias zu neuen Ehren. Man nutzte sie wie Bauzeichnungen, wie Bastelanleitungen für Puzzleteile. Bis heute graben und forschen die Deutschen hier. Sortieren Scherben und Epochen aus einem Jahrtausend. Die großen Schätze sind längst gehoben. Welch eine Freude für die Ruinenromantiker, so werden die Deutschen von den Griechen freundlich belächelt, wenn dann doch noch größere Funde gelingen. Wie unlängst der Sockel eines Weihegeschenks der Byzantier. Mit Inschrift. Ein Fuß, 2500 Jahre alt. Die hervorragendsten Leistungen im Lauf stammen von dem Rhodier Leonidas. Er hielt 4 Olympiaden seine Schnelligkeit überragend aus und ihm fielen 12 Siege im Laufen zu. Stadionlauf. Knapp 200 Meter. So hatte alles begonnen. An der 18. Olympiade kamen Fünfkampf und Ringkampf dazu, an der 25. Pferderennen. Irgendwann wird aus dem eintägigen Spektakel ein 5-Tage-Fest. Wettkampf ist Agon. Spiel und Siegen. Keine Stoppuhr, kein Metermaß. Erster zu werden ist das Ziel, nicht Zweiter, nicht Dritter. Den Kranz des wilden Ölbaums erringen. Und dann die eigene Statue auf dem Podest zu sehen. Pausanias las die Inschriften wie Jahrbücher der Olympiaden. Für uns klingen sie wie Heldensagen. Milon aus Kroton wurden 6 Siege im Ringkampf zuteil. Es wird erzählt, dass er seine Statue selbst in die Altes getragen habe. Die Olympioniken wurden am letzten Tag der Spiele im Zeus-Tempel geehrt. Sport und Kult, Weihehandlungen und Wettstreit, wie es die Götter vorgegeben haben. Es heißt, Zeus habe seinen Vater Kronos mit den Fäusten besiegt und Apollon den Ares im Fünfkampf und den Hermes im Lauf. In den Friesen des Zeus-Tempels sind die Gründungsmythen der Spiele, aber auch der Aufruf zum Frieden verewigt.
Nach den Perserkriegen kamen die ewig zerstrittenen Griechen zur Einsicht, dass Olympia zum Symbol ihrer innerstaatlichen Eintracht werden sollte. Mit Orakel und Schiedsgericht. Habt ihr Barbaren nicht Feinde genug, dass ihr vertilgen müsst, hellenische Städte und Männer? Mahnte Aristophanes 411 vor Christus. Wenig später wurde der Zeus-Tempel errichtet. Aus der Kriegsbeute der Elea. Geschmückt mit der Siegesbeute eines römischen Feldherrn. Für den Frieden. Wer heute durch die Steinwüste stolpert, spürt nur die Macht der Giganten. Aber nicht die einstige Herrlichkeit des Tempels, des bedeutendsten Bauwerks frühklassischer Architektur. 20 Meter hoch, 70 Meter lang. Es ist der Versuch, eine Andeutung jener Pracht, wenn deutsche Archäologen und Steinmetze jetzt eine Säule wieder aufrichten. Denn just an diesem Ende stand das große Bild des Zeus. Aus Gold und Elfenbein. Unvorstellbar. Ein Weltwunder der Antike. Hier hatte sein Künstler Phidias seine Werkstatt. Die Zeitläufe haben daraus später eine byzantinische Kirche gemacht. Als die Statue fertig war, betete Phidias zum Gott, er möge ein Zeichen geben, ob das Werk nach seinem Wunsche sei. Und er habe sofort an der Stelle des Bodens einen Blitz niederfahren lassen. Zugelassen zu den Spielen war jeder freigeborene Hellene, sofern er ehelich geboren und keines Verbrechens schuldig war. Aber der Ölzweig war bald nur noch eine Seite der Medaille. Sieger konnten in der Heimat mit Steuerbefreiung, Geldprämien, Geschenken rechnen. Der Weg ins Berufsathletentum beginnt bereits in Olympia. In den Zuschauerrängen waren nur Jungfrauen zugelassen, heißt es. Verheirateten drohte die Todesstrafe. Kallipataia richtete sich, als ihr Mann gestorben war, als Sportlehrer her und brachte ihren Sohn zum Mitkämpfen. Als er siegte, übersprang sie die Umfriedung und entblößte sich. Man ließ sie straffrei und erließ ein Gesetz für Sportlehrer, dass sie nackt zum Kampf antreten müssten. Mit den sogenannten Heräen hatten die Frauen ihre eigenen Wettkämpfe. Die Siegerinnen wurden auch mit dem Ölzweig bekränzt und durften ihr Standbild im Tempel der Hera weihen. Kult und Spiele. Olympia ist die steingewordene Erinnerung an ein Ideal. Ein Gesamtkunstwerk. Hier stritten auch Trompeter um die Ehre, wurde Theater aufgeführt. Das gemeine Volk erfreute sich zwischen Jongleuren und Buden und hauste in Zeltstätten. Ein Volksfest mit Lärm, Gestank und Wassermangel. Eher luxuriös untergebracht waren die Athleten. Trainingsräume, Bäder, wahrscheinlich auch eine Bibliothek und Hörsäle, in denen Rhetoren unterrichteten. Trainingspläne, Hygienevorschriften, alles war genau geregelt. Auch die Athletenernährung war schon erfunden. Gerstenbrot, Weizenbrei, trockene Früchte für Leichtathleten. Der legendäre Ringer Milon soll jedoch täglich 20 Pfund Fleisch und 10 Liter Wein zu sich genommen haben. Die Idealgestalt war wohl auch nur ein Traum. Und Hermes, eben ein Gott. Thank you.
Über die Einhaltung von Hygiene- und Wettkampfvorschriften wachten die Heladoniken, die Kampfrichter. Zu Beginn der Spiele legten sie mit den Athleten vor einer furchterregenden Zeus-Statue einen Eid ab. Aber das verhinderte nicht, dass Eitelkeit, Ehrgeiz und Meineid im antiken Olympia Siege errangen. Die verbliebenen Sockel vor dem Stadion bezeugen das. Sie trugen Zeus-Statuen, die aus Strafgeldern gefertigt waren. Da wurden Gegner bestochen, da wurden Athleten abgeworben, Kampfrichter gekauft. Wundern muss man sich schon, dass jemand vor dem Gott in Olympia keine Scheu hat. Während sich Pausanias noch entrüstet, hatten die Olympischen Spiele schon einige Skandale hinter sich. Unter römischer Herrschaft wurde das Heiligtum geplündert. Nero ließ die Spiele verschieben, damit sie in seinen Terminkalender passten. Er stürzte beim Wagenrennen und ließ sich dennoch als Sieger ausrufen. Andere römische Kaiser sorgten noch einmal für einen Aufschwung. Es entstanden neue Gebäude und ein Bewässerungssystem. Noch immer strömten die Massen. Die beteten jetzt zu einem anderen Gott und bestaunten den großen goldelfenbeinernen Zeus als Touristen. 394 nach Christus ließ Theodosius die Wettkämpfe verbieten. Die Geschichte begrub die Spiele allmählich und der Schlamm der Flüsse deckte alles gnädig zu. Bruchstücke von Siegern, Fetzen von Idealen liegen verstreut im olympischen Steinbruch. Die Arbeit der Steinmetze wird den Geist Alexanders des Großen in diesen Rundtempel nicht zurückkehren lassen, aber sie vermittelt ein Gefühl vom langen Atem einer grandiosen Geschichte. In den frühen Morgenstunden vielleicht oder abends, wenn die Touristenbusse weg sind und das Pfeifen der Wächter verstummt ist, wenn die Olivenbäume flüstern und tiefes Licht seine Schleier über alles legt, dann streift noch einmal eine Ahnung diesen Ort. Ein Hauch von Heiligkeit. Weitere Informationen zu unserer Reihe finden Sie im Internet unter www.schätzederwelt.de.